die erste Halbzeit war auch sehr interessant mit dem Vorsprung für Rotdorf. Wir haben in der Halbzeit die Abwehr ein bisschen umgestellt und konnten uns dann rankämpfen, haben es offen gehalten, sind auch weggekommen, aber dann haben wir wieder leider Fehlwürfe und technische Fehler gemacht und konnte leider dann auch den Rückstand nicht halten. Und auf einmal durch zwei Fehler konnte mir nochmal ausgleichen. Und daran habe ich eigentlich gar nicht geglaubt. In den letzten zwei Minuten dann noch die zwei Tore. Und die Zuschauer haben, glaube ich, ein tolles Spiel gesehen. Ja, ich bin froh, dass wir hier zwei Punkte haben. Ja gut, jetzt so knapp nach dem Spiel ist es natürlich unheimlich schwer zu sagen, warum hat es nicht geklappt. Es sind sicherlich wieder individuelle Sachen. Es ist vielleicht auch einfach ein bisschen Pech. Es war, denke ich, ein sehr spannendes Spiel, volle Hütte, hat richtig Spaß gemacht, heute hier zu spielen. Halbzeit deutlich geführt. Zweite Halbzeit 19-14 vorne. Niederwürzbach dreht das Blatt, geht selber mit zwei Toren in Führung. Wir kämpfen uns zurück, legen zwei Tore vor. Und genau in der Phase geben wir es wieder aus der Hand. Es ist im Moment einfach der Wurm drin. Wir müssen es wieder, wie gehabt, ablegen, Kopf hoch und versuche jetzt im nächsten Spiel in Saarbrücken. Müssen jetzt zwei Punkte her, damit wir nicht ganz nach hinten abrutschen.